Heute möchte ich dich hinter diesem Türchen 4 zu einer Übung erneut einladen. Das ist eine Übung, welche sowohl deinem Nervensystem als auch deinem Wohlbefinden sehr, sehr gut tut und dient dazu, dass du den Vagusnerv sofort aktivieren kannst. Es geht wunderbar einfach, kannst du sogar dann auch am Arbeitsplatz zum Beispiel und überall ohne irgendwelchen Hilfsmittel diese ausführen. Und ich lade dich jetzt diesmal aber dazu ein, dass du dich tatsächlich auch hinlegst dazu. Ja? Und ich führe dann jetzt als eine kleine, sogar traumasensitive Imagination oder Meditation an und kannst du dich vollkommen dabei entspannen. Wie gesagt, diese Vagusnerv-Aktivierung wird dich im Nervensystem gleichzeitig beruhigen, aber auch, dass die Funktion und vor allem die Aufgabe der Versorgung vom Vagusnerv hier aktiviert und dass du auch mehr mit Social Engagement zum Beispiel dann in den Tag hier hinausgehen kannst. Also ich lade dich jetzt dazu ein, dass du vielleicht auf deine Decke oder, was ich hier auch immer sehr gerne in meiner Akademie anleite, dass du dich auf dem Boden irgendwo dich bequem machst und du dich dorthin legst, ein wunderschönes Plätzchen findest, wo du ohne dich halten zu müssen und ohne, dass dich jemand stören kann, eine Weile dort bleiben kannst, ohne Geräusche, ohne zu viel Bewegung im Außen. Und dieses Plätzchen, welches du vielleicht ja auch schon gefunden hast, kannst du gern mit einer Decke auch noch versehen oder dich sogar selbst zudecken. Oder wenn du irgendwo im Sitzen diese Übung machst, dann auch dabei dich etwas zudecken, dich vielleicht gegen die Wand lehnen oder gegen den Stuhl lehnen. Aber wie gesagt, es wäre äußerst hilfreich und sehr vorteilhaft für deinen Körper, wenn du dich tatsächlich auf deinen Rücken legen könntest und versuchst, beide deine Hände hinter dem Kopf zu verschränken. Genau dort, wo der Schädel in den Nacken übergeht. Das heißt, wenn du im Liegen bist, dann liegst du mit dem Kopf sozusagen ein wenig auf deinen Händen. Und wenn du im Sitzen bist, dann lehnst du dich gegen deinen Händen mit deinem Kopf. Und vielleicht magst du auch gerade deine Ellenbögen am Boden spüren, weil diese den Boden berühren. Aber womöglich sind die Ellenbögen auch einfach in der Luft. Aber du bist und dein Körper höchstwahrscheinlich sehr entspannt im Schulter. Du kannst die Schulterblätter auch einfach hängen lassen und einfach sein lassen. Und wenn du dort im Liegen angekommen bist und womöglich spürst du auch den hinteren Teil deines Körpers, du merkst, dass deine Fersen auf dem Boden aufkommen. Vielleicht spürst du auch deine Wadenbeine, Rückseite deiner Oberschenkel, dann das Gesäß und den gesamten Rücken
und Rumpf auf dem Boden liegend. Und wenn du jetzt womöglich auch dich zugedeckt hast und mit den Händen hinter deinem Kopf verschränkt, jetzt dort ruhst. Und jetzt lade ich dich dazu ein, dass du nun mit deinen Augen nach rechts schaust, und zwar ohne den Kopf zu drehen. Wir neigen bzw. wir bewegen ganz langsam und sachte die Augen nach rechts, ohne den Kopf zu drehen, bis wir seufzen, gähnen oder schlucken müssen. Es kann bis zu 60 Sekunden lang dauern, bis sich diese Vagusreaktion einstellt. Wir schauen mit den Augen nach rechts, bis wir entweder seufzen oder gähnen oder schlucken, bis sich diese Vagusreaktion einstellt. Wir gönnen uns diese Zeit und verweilen wir. Und wenn du vielleicht sogar schon geseufzt hast, kannst du noch eine Weile dort bleiben, bis du womöglich auch gähnen musst. Vielleicht kommt erneut ein Seufzen. Und vielleicht nochmal auch ein Gähnen und dann schließlich ein Schlucken. Und wenn sich diese Vagusreaktion eingestellt hat und diese Reaktion oder mehrere Reaktionen eingetreten sind, dann lade ich dich dazu ein, deinen Blick wieder zur Mitte zu richten. Du kannst hier auch erforschen, wie sich das jetzt anfühlt, wie jetzt vielleicht die Augen sich anfühlen, was sich im Körper auch verändert hat im Vergleich dazu, als wir die Übung begonnen haben. Und ich lade dich dazu ein, wenn du magst, auch ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen. Nach einer kleinen Weile werden wir jetzt die Übung auch auf die linke Seite fortführen bzw. ausführen. Und indem ich dich jetzt dazu einlade, deine Augen nach links zu richten und mit den Augen nach links zu schauen. Auch hier ohne den Kopf zu drehen. Also, wir schauen nur mit den Augen nach links. Also, wir schauen mit den Augen nach links, ohne den Kopf zu drehen. Vielleicht nimmst du auch wahr, dass deine Atemzüge immer langsamer werden, aber vielleicht auch nicht. Und auch das ist in Ordnung. Vielleicht nimmst du aber eine andere Art von Veränderung wahr. Und du kannst in deinen Körper hineinspüren, währenddessen du nach links schaust. Und womöglich du ein Seufzen gerade von dir gibst oder ein Gähnen, das nach oben steigt oder du schlucken musst. Du kannst hier eine Zeit lang verweilen und mehrere diese Vagusreaktionen abwarten. Je mehr davon kommen, umso mehr
wurde dein Vagusnerv aktiviert und geht dann auch seine Funktion der Versorgung deines Nervensystems nach und wird deine Nervensystemregulation hier angeregt. Du kannst, wenn du dann hier verweilt bist und mindestens 60 Sekunden verbracht hast und ja eine der Vagusreaktionen sich dann eingestellt haben, dann wieder mit deinem Blick zur Mitte zurückkehren, auch jetzt den Unterschied vielleicht erspüren, wie fühlt sich jetzt hinter deinen Augenlider an. Vielleicht magst du auch kurzweilig deine Augen zu schließen und dich vollkommen entspannen. Vielleicht musst du sogar weiterhin gähnen oder seufzen oder schlucken. Und du kannst hier auch noch so lange verweilen, wie es für dich stimmig anfühlt und hilfreich erscheint. Falls du die Übung im Sitzen gemacht hast, dann auch hier magst du vielleicht in dein Bein hineinspüren, auch vielleicht deine Körperhaltung wahrnehmen, ob sich das verändert hat. Und auch hier kannst du deine Augen schließen. Und auch mit geschlossenen Augenlider kannst du gerne die Augenäpfel bewegen. Vielleicht nickst du sogar kurzweilig ein. Und du kannst so lange hier liegen bleiben oder sitzen bleiben, bis es für dich in Ordnung ist und das dir angenehm erscheint heute. Und dann ganz zum Schluss, bevor du aufstehst, dich auf der rechten oder linken Seite erstmal dich drehen. Dort noch ein paar Sekunden lang bleiben, ein paar tiefe Atemzüge dann nehmen, bevor du wieder aufstehst und deinen Tag wieder fortsetzt. Du kannst gerne in dein schönes Heftchen für die 24 Tage auch hier deine Wahrnehmungen und vielleicht auch Erkenntnisse dokumentieren, die Übung auch mehrmals ausführen. Und nach so dieser Übung, dieser Sofortaktivierungsübung des Vagusnerv, kannst du auch erneut den Vagustest machen und mal schauen, ob die Stellung deines Gaumenzäpfchens sich verändert. Auch das kannst du für dich dokumentieren und notieren. Ich wünsche dir, dass du diesen Zustand im Nervensystem für den Rest des Tages mitnehmen kannst. Namaste.